Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch die Haltung von Kugelfischen und Igelfischen im Aquarium erläutern und auf was man alles achten muss. Es gibt 10 verschiedene Kugelfischgattungen. Für die Aquaristik kommen allerdings nur die Cantigaster und die Arotron in Frage. Die wohl am besten zu haltenden Cantigaster-Arten sind der Cantigaster Valentini, der Cantigaster Solandri und der Cantigaster Papua. Sie benötigen mindestens ein 400 Liter Aquarium und viel Gestein, an dem sie rumknabbern können. Außerdem werden sie 10 bis 13 cm groß. Sie benötigen gute Wasserqualität, da ihre Augen sonst erkranken können. In dem Aquarium sollten keine Muscheln sein, da diese auf dem Speiseplan des Kugelfischers stehen. Sie fressen Artemien, Frostfutter, Krill, Muschelfleisch, Mysis und es kann auch zu Übergriffen auf Seesterne kommen. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Kugelfische hartschaliges Futter bekommen. Zum Beispiel alle 2 Tage eine Miesmuschel, damit die Kugelfische durch das hartschalige Futter ihren Schnabel, der aus zusammengewachsenen Zellen besteht, abfetzen kann. Wohl am besten haltbare Arotron-Kugelfische sind der Arotron Manilensis und der Arotron Gyalematis. Da sie recht groß werden, benötigen sie mindestens ein 1500 Liter Aquarium und viel Gestein. Wie bei den Cantigaster-Arten stehen Muscheln auf ihrem Speiseplan, woraufhin man auf diesen Riff auch verzichten sollte. Zudem fressen manche Arotron-Arten Korallen, also sind sie nur bedingt riffsicher. Fressen Artemien, Zyklops, Krill, Muscheln, Mysis, Schnecken, Würmer und Zooplankton. Außerdem muss wie bei den Cantigaster-Arten darauf geachtet werden, dass die Tiere mit hartschaligem Futter gefüttert werden, damit diese auf ihren Schnabel abbauen können. Alle Kugel-, Koffer- und Igelfischarten besitzen das gleiche Gift, nämlich Tetrodotoxin. Tetrodotoxin ist ein sehr starkes Nervengift, das bei jedem Menschen lebensbedrohlich wirkt. Kugelfische produzieren das Gift nicht selber, sondern nehmen es durch den Verzehr von giftigen Kleinstlebewesen auf. Sie können es im Gegensatz zu Kofferfischen nicht aktiv abgeben, sondern nur, wenn der Fisch verzehrt wird. Im normalen Aquarianeralltag geht von dem Gift keine Gefahr aus. Aber bei dem Tod von einem Kugelfisch sollte der Körper umgehend aus dem Becken entfernt werden. Der Igelfisch hat große, sichtbare und kräftige Stacheln. Zudem kann er sie nie richtig am Körper anlegen. Kugelfische hingegen besitzen eine lederartige, widerstandsfähige Haut, wo die Schuppen sich zu kurzen, an den Körper anpassenden Stacheln gebildet haben. Die für die Aquaristik relevanten Igelfischarten sind einmal der Diodon orbicularis und der Diodon holocanthus. Da diese bis zu 35 cm groß werden, benötigen sie mindestens ein 1200 Liter Aquarium und einen guten Abschäumer, da Igelfische sehr verfressen sind. Außerdem sind Übergriffe auf kleine Wirbellose wie Garnelen nicht selten. Sie fressen Artemien, Flockenfutter, Frostfutter, Futtergarnelen, Garnelen, Krabben, Krill, Krustentiere, Muschelfleisch, Muscheln, Mysis, Schnecken und in seltenen Fällen fressen sie auch Seeigel. Wieder ist zu beachten, dass sie mit hartschaligem Futter wie Garnelen oder Muscheln gefüttert werden, für ihren Schnabel.